Aber gut, dann fehlen uns jetzt die in der Mitte. Genau, dann machen wir doch einfach mal. Es lohnt sich, was wir hier machen. Es lohnt sich. Es dauert vielleicht. Es hat auch Spaß gemacht, das Ding darüber. Das erinnert mich an irgendwas, so eine Kinderspiele, wo man auch immer irgendwie, also nicht Flipper, sondern irgend sowas anderes. Wo man auch Kugeln immer durch so Labyrinthe durchschleusen muss. Ei. Oh nein, ich gehe mal kurz, ich gucke mir die Landschaft an. Ich glaube, ich habe vorhin einen absolut doofen Denkfehler gemacht. Du musst da hoch, denn du deaktivierst vermutlich oben. Ja, das denke ich auch. Das Ding. So. Gut, und jetzt. Ich bin da. Wunderbar. Dann springen. Ja, perfekt. Und jetzt so. Ah, nein. Oh, Entschuldigung. Nee, passt schon. Ich versuche mal mit dir hier. Ja, ja. Perfekt. Ja, perfekt. Wie auch immer wir das jetzt gemacht haben. Keine Ahnung, aber wir sind oben und das ist die Hauptsache und wir. For all the heights they reached, it always seemed one must fall. Nein! Na gut, den Schal haben wir schon mal. Wir müssen aber auf jeden Fall da hoch. Ja, ja. Das kriegen wir nochmal hin. Natürlich kriegen wir das. Wir schaffen alles. So, ich bin da. Jetzt muss ich nur. Moment. So, du musst. Bin da. Genau. So. Hui. So, und hier jetzt an dem Ding. Ja, das ist tricky. Warte mal. Warte. Ich stehe im Weg. Ne? So, jetzt müsstest du schon mal hochkommen. Genau. Ja, perfekt. Atop the mountain, another mechanism. Ich will mal was ausprobieren. Du hast es jetzt gerade aktiviert. Jetzt müsste ich dir eigentlich. Ja. Genau, über den Schrein. Von links müsstest du hinkommen. Von rechts scheinbar nicht. Da ist es nicht ausgefüllt. Ach, du kannst hoch. Okay. Genau, weil du ihn jetzt oben aktiviert hast, kann ich ja einfach als Schmetterling nehmen. Sehr gut. Okay, so, das. Was war denn hier Schönes? Ach so, Lampen. Okay. Und es ist ein neues Rätsel, an dem haben wir uns noch nicht versucht. Das stimmt. Ja, also auch noch was Neues, Mensch. Genau. Ah, so. Okay. Okay. Kann ich mitkommen? Bringt das was? Ja. Genau, und jetzt bin ich wieder näher und dann wirst du wieder hochgezogen. Yay! Oh, das war mal schön. Das war nett. Ach, sowieso, das ist hier eine schöne Mischung, finde ich, aus mal schweren und mal einfachen Rätseln. Mhm. Scheint auch immer so wirklich hintereinander weg so zu sein. Also mal also wirklich schwer einfach, klar. Nein, hatten wir das hier schon? Nee. Okay, dann musst du dich, glaube ich, hier zuerst mal dafür sorgen, dass die runterkommen. Ich. Weiter. Falls sie irgendwie runterkommen. Warte mal, passiert, wenn ich hier rübergehe? Hä? Warte mal. Wir müssen, glaube ich. Gar nichts, ne? Nee. Doch, warte mal. Komm mal her, bitte, dass wir hier so in der Mitte das machen. Nein, 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 nicht drüber springen. Ja, ich weiß schon. Okay, vielleicht andersrum. Ah, jetzt. Okay. So, und jetzt irgendwie. Nee, jetzt genau andersrum, ne? Ich muss jetzt hier und komm du nee, mal. Nee, du bist hier. Ja auch hoch zu mir. Gar nicht. Achso, okay. Ich dachte, das geht gar nicht. Okay. So, genau, ich dachte, jetzt sind wir oben. So bleiben. Balancing the lantern's power came easily, each sharing the burden. Wir machen das. Die Erläuterung dazu sind schön. Noticed the work lanterns reacted to cold and warmth, yet the world was only a single temperature. Okay. So, eben kurz eine Sache gucken. Wenn wir jetzt bei einem Schal sind, den wir nicht haben, da müsste jetzt aber daneben uns theoretisch noch mal einer sein. Okay. An den kommen wir auch noch Kann ran. Kann es sein, dass hier zwei Rätsel direkt sind? Ja, ja, der eine ist jetzt da auf der linken und der andere ist auf der rechten Seite. Okay, hier sind Lampen. Da könnten wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass das hier erstmal. Moment. Das muss nach rechts rüber, ne? Genau. Oh, falsch. Na, 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 ja, ja. Okay. Und jetzt muss einer von uns an das Ding. Ich glaube, du musst, oder? Ich dürfte auf der falschen Steuerungsseite stehen. Ach, so. Ja, du musst auch dazu, glaube ich, oder? Kann ja, ja, du musst. Wieder? Ach doch, das geht, okay. Gott. Das ist nur die Frage, stehen wir jetzt richtig das. Ah! Nee, genau, andersrum tatsächlich. So. Ey! Aber auch gemein, dass wir. So,
ist aber auch gemein, dass man sich schubst. So, du steigst da eher durch. Du musst so, erst so? Okay, dann werde ich mich jetzt dir sehr vorsichtig nähern. Komm, kuscheln. Nein! Ah, schön. Okay. Achso, wir müssen mitlaufen, okay? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da fallen wir ja gleich runter. Nein! Okay. Das. Oh, warte, aber das hat zugestimmt. Ja, 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 ja. Okay, Ob das reicht? Ich weiß es nicht. Warte. Das muss reichen, wir kriegen die so nicht weiter, Oh, jetzt ist es noch weg. Nein, komm wieder her. Okay, das... Okay, weiter geht's nicht. Okay, okay. Okay, aber du bist oben, das ist perfekt. Dann bist du einfach den Kopf stoße. Dann geh du nochmal zurück. Ja. War nicht zu weit. Okay, wir müssen mehr in die Mitte. Das geht nicht. Weg. Okay, warte, dann muss ich jetzt... War das jetzt so rum oder war das andersrum? Vorsicht, nicht runterlaufen. Ja, doch, das sah gut aus, glaube ich. Da wäre das jetzt, glaube ich, wieder zurückgegangen. Geh mal nochmal nach rechts, das andere Brett. Vielleicht kannst du nochmal mit hochkommen. Nein, ich dachte eigentlich mehr dran, ob wir es hinbekommen, dass wir dich darüber fahren, damit du den Schal bekommst. Reicht das schon? Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin von den Dingern her. Aber du kannst das rechte Brett nochmal, wenn du rüberläufst, rüberkriegen vielleicht. Ein bisschen nochmal nach links. Na, nee, funktioniert auch nicht mehr. Ja, Mist. Ich dachte, vielleicht kriegen wir das wieder zurück. Dann müssen wir vielleicht doch beide rüber. Ja, ich denke auch. Okay, dann komm noch näher. Ich fürchte, du musst nochmal runter. Ich muss mit runter, ne? Ja. So. Wir kriegen es hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. So, hier war ich wieder zuerst. No. Nicht schubsen. Süß. Ja. So, jetzt müssen wir mitlatschen. Ja, so weit wie möglich, nur nicht zu weit. Und mit deinem Controller, der ist ganz schön feinfühlig, ne? Sehe ich gerade. Ja. Das mit der Scheiße. Der Tastatur ist das hier tatsächlich gerade deutlich einfacher. Ja, mit dem. Ich kann halt vor allem. Ich kann ganz winzige kleine Babyschritte machen. Siehst du das? Ganz Babyschritte. Das ist tatsächlich sehr praktisch, ja. Falls du deinen anschließen möchtest, dann sag es einfach. Nee, ich finde das mit Tastatur ziemlich gut eigentlich. Okay. Ich komme hier gerade mit der Sensibilität ganz gut. Klar. Okay. Ah. Ja, das ist praktisch. Bitte schieb mich nicht runter. Das sollte schon reichen hier tatsächlich. Okay. Da kommen wir schon rüber. Ja. Okay, kann es sein? Ne, wir stehen richtig. Oh gut, ich dachte gerade, wir stehen falsch. Okay, das muss reichen. Das reicht. As they move to the great platform, they felt themselves become closer. Also rechts ist noch einer. Gut. Der letzte übrigens. Der letzte. Das finde ich auch, das ist befriedigend, finde ich. Wenn man wirklich alle macht direkt, das ist deutlich befriedigender, als es nicht zu machen. Die Frage ist, wie wir das hinbekommen. Ja, das war schon nicht schlecht. Guck mal, ja, das... Ah, natürlich, warte, ich weiß wie, ich weiß. Ach, mit dem Seil, oder? Ja, das hat nämlich sonst überhaupt keinen Zweck und keinen Sinn. Ja, ja, ach, perfekt. Mensch. Falsch rum. Anders. Wir müssen einmal tauschen. So. Ja. Wenn ich jetzt rübergehe, dann... Müsste gehen. Yay! Na, perfekt. Der letzte Schal. Wir sind so gut. Toll. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch durchlaufen. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Absolut, das wäre ja schlimm. So, und wenn wir einen Schrein finden, dann können wir den Rest auch normal reisen. Schrein. Ich stelle mir das, wenn man alleine spielt, echt schwierig vor, das so zu koordinieren alles. Es geht. Es ist einfacher, als man vielleicht denkt. Also dadurch, dass die schon so ein bisschen clever sind... Oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Ja, die sind clever, wir nicht so, ne? Ich auf jeden Fall nicht. Wir stehen in die falsche Richtung. Und so. Oh, es ist ein langer Weg. Ah, schön. Tschüss, war schön, dich kennengelernt zu haben. Also es geht tatsächlich, weil du kannst eben welchen... Also du kannst dem anderen Befehle geben, dass er dir folgen soll oder dass er stehen bleiben soll. Und das ist natürlich praktisch, ja. Also es ist wirklich so gemacht, dass man es schaffen kann alleine. Ah, hier war der Drache.
Haben wir den Drachen jetzt gerettet oder was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben ihn freigelassen und hat sich nicht um uns geschert und wollte einfach nur frei sein und in den Himmel fliegen. Okay. Finde ich mal ganz angenehm, so ein Spiel ohne Kämpfe und einfach nur ja. So schöne Rätsel. Okay. Ich würde sagen, dass wir hier am besten auch mal einen Aufnahmestopp machen, oder? Das ist gerade ein schöner Abschluss. Wollen wir nicht noch ins Schloss? Ich weiß nämlich nicht, ob es hier schon speichern würde. Oh, okay, na dann gehen wir noch rein. Ja, nicht, dass wir jetzt umsonst alle Schals gesucht haben. Denn ich weiß also... Meinst du nicht, dass die nach jedem Schal... Das weiß ich nicht. Aber ich meine, wir müssen ja sowieso ins Schloss. Und das ist, denke ich, auch ganz schön, wenn das wir dann Schloss. Im Schloss wieder sind. Da waren wir ja sowieso eben gerade schon. Tada! Ach, das ist... Ach so, das ist wieder die Tür. Ah. Genau. Ha. Hat es jetzt gespeichert? Stimmt. Compared to the sunlit world they had left, the castle seemed even darker and emptier than before. Trees and brush filled the interior, the outside world creeping in slowly. Ist das jetzt aber eine ganze Welt wieder? Nee, nee, das ist im Prinzip das, wo es die Portale gibt. Also hier gibt es okay, Wegschreiber und okay. Eben sowas wie das Seil. Hier gibt es auch ein paar Schals, aber dann sind hier zum Beispiel auch einfach... Ja. Some mechanisms had been dormant so long, moss and ivy covered them. Yet the chains served as waypoints and signposts to where to go. Another door. On its surface was etched a mountain, with rays of light falling upon it. Und hier sieht man zum Beispiel, wir bräuchten noch 4 Schals, dann könnten wir die Tür öffnen. Aber da oben kommen wir nicht ran, oder? An den hier? Irgendwann, irgendwie bestimmt. Aber wie gesagt, es ist halt eins der anderen Portale. Ich weiß nicht genau, wie viele es insgesamt gibt. Und bei jedem sieht man halt, wie viele man hat. Deswegen habe ich, glaube ich, vorher irgendwann gesagt, es ist, ich weiß nicht, ob ich es in der Aufnahme gesagt habe oder dir davor, es ist relativ frei, welches Portal man als nächstes betritt. Man braucht halt einfach genug Schals, aber wenn man alles sucht... Chains and pulleys ran along the galleries and hung from the ceiling, ferrying the ore for the absent king. Great towers rose above them and the sky opened up, shattered stones leading upward. Hey. Ja, dann ist ja gut, dass wir die Schals auch alle gesammelt haben gerade, wenn man die... Das auf jeden Fall. Ah, ich komme oben hin. Guck mal, wie viele du dafür erstmal brauchst. Du musst über die rechte Seite gehen. Ja, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Also uns fehlen noch ein paar Schals für. Oh, okay, ich sehe gerade. Ich dachte, ich habe gerade nur auf den Mittelteil geguckt. An empty bell tower, sealed off. The bell now gone. It was as if time had vacated the castle, along with its absent king. Nicht runtergeschmissen. Oh, da waren wir schon. Ich mag das Schloss. Es ist an sich halt... Es ist im Prinzip ein kleiner Level. Oh, guck mal, da ist auch ein Schal. Über dem Ding. Das erinnert mich so ein bisschen wie bei Mario N64. Da war das ja auch mit dem Schloss, wodurch man dann durch die Türen überall hinkam in die Welten. Ein. Despite the castle's emptiness, the presence of the other helped buoy their spirits. The half-finished works about the castle were all around them. The absent king had forsaken the castle long before the elements had claimed it. The passages twisted and turned, worming through the castle, as if uncertain in the path, yet always bending back around. On this door was inscribed a great tree with a thick crown of branches. Da haben wir eine Tür. Theoretisch müssten wir mindestens noch... Wow. The two halves of the door sealed together. Was. No symbol lay on its surface, and it had a terrible sense of finality about it. Auf jeden Fall schalten wir uns schon mal die ganzen Wegweiser frei. Ja, das ist ja auch nicht. Da oben ist noch ein Schal. Au! Ja, guck mal. Nee, das funktioniert nicht, oder? Ah, schade. Aber irgendwie wird's irgendwann gehen. Oh, doch! Ja, du kommst höher. Ja, ah, guck mal, da ist ja noch ein Seil. Over, but looked as if it might be moved. Ja. Ah, sehr schön. Wir haben uns einfach den Schlossschal gesichert. Das habe ich, glaube ich, nie so entdeckt.
Es interessiert mich jetzt eigentlich nur noch, ob wir noch einen zweiten... Okay, da sind wir nach rechts. Wir können ja mal ganz nach... Oder wir sind danach. Ja doch, wir sind danach. Aber langsam ist schon ein bisschen verwirrend, ne? Bisschen. Aber wir haben ja den Wegeschrein. Also irgendwo kriegen wir das schon hin. Geht das? Nee. Okay. Ah doch, wenn du dich da dranhängst, dann ist die Seite mit dem... Hä? Warum geht das jetzt nicht mehr? Warte. So muss es gehen. Hier. Zwei extra Schals. Sehr schön. Ich frage mich halt, ob wir zwei Türen hätten, durch die wir durch könnten. Oh! Wo kam das denn jetzt her? Ach, hier. Da ist so ein... Okay. Ich sehe, wie wir letztlich drankommen können, glaube ich. Jetzt. Na, ja, keine Ahnung. Kannst du nicht gleich das bei dir auch? Vielleicht bist du da drin besser als ich. Ja. Hey. Looking from above, the hall seemed even empty. Drei Shots. Light fought to enter the room. Now that the candles had died. Ich glaube, es gibt noch einen Keller irgendwo. Also mit, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn wir jetzt noch einen Schal finden, dann hätten wir auf jeden Fall zwei Türen, durch die wir durch könnten. Habe ich auch gerade gedacht. Dieser ja, cool. Ehrgeiz. Da, guck, runter. Es muss doch ja, tiefer gehen. Okay. Ah. Oh, schick. Wir können erst nach links. Okay. Das ist meistens mein erster Impuls, links gehen. From somewhere ahead. It passed easily between the bars, as if defying the prison. This waterlogged door was ringed by moss, which had spread from the door into the surrounding stone. Tür, aber kein Schal. Das kann ich nicht akzeptieren. Irgendwo muss es noch einen geben, an die wir rankommen. A processional hall, the candles unlit. Ahead was a meditation pool, still and quiet. Ew. Okay. Oh, ich weiß, wie ich dich begleiten kann. Ich muss ja nur nah genug hinter dir bleiben. Ja. Lauf mit mir. Du kannst mich ja sogar schieben. Stimmt, ich schieb dich einfach, das passt dann schon. So. Ah, verdammt. Ah, okay. Yeah. Perfekt, jetzt haben wir tatsächlich zwei Türen und können uns nächstes Mal aussuchen, wo wir hingehen. Sehr schön. Falls wir schon zu einer Tür? Können wir? Wollen wir die nehmen, wo wir mehr für gebraucht hätten? Kommst du da jetzt auch hoch? Nö. Mit. Ah, jetzt. So. War das rechts? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo werden wir schon ankommen. Verlaufen. Schlimmstenfalls müssen wir ja nur zu einem Wegeschrein kommen. Und dann können wir uns ja wieder porten. Ah, genau. Hier war zum Beispiel einer. Da war die einfachere Tür. Mhm. Willst du die oder willst du lieber die andere? Ist mir theoretisch egal. Ich würde ja sagen, lass uns wahnsinnig sein und erst die andere abklappen. Ich hab's mir fast gedacht. Wenn wir es schon geschafft haben, muss man das ja nutzen. Ja, eigentlich. Ah, nein, ich wollte ja eigentlich... Ah, ich glaube, ich bin zu weit. Ich bin definitiv zu weit. Ich würde gerne wieder nach oben. Ich glaube, die war nämlich irgendwo oben. War die da an der Seite? Ja, das war sie. Ja, sehr gut. Tada. Okay. Perfekt, dann gehen wir da das nächste Mal rein. Wir jetzt schon durchgehen zum Speichern? Können wir ja mal gucken, anteasern, was kommen wird. Die verbrannten Berge. Another world stretched out before them, more fierce than the castle. Fire and electricity filled the air, almost vibrating. And before them, a fallen meteor consumed their vision. Diesen gefallenen Meteor sehen wir uns einfach das nächste Mal an, oder? Ja, ich würde auch gerne einen Aufnahmestopp machen für... Ja. Ja, fürs Aufnahmeprogramm, um zu gucken, ob alles okay ist. Ei. Okay, Leute, dann hoffe ich ganz, ganz doll, dass euch... ja gut, das werden jetzt mehrere Folgen sein, aber jetzt einfach mal so mittendrin nach, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Folgen,
frage ich euch mal, ob ihr, ja, ob euch das hier gefällt, ob ihr das Spiel schon kennt, wie eure Erfahrungen damit sind. Und auch wenn es euch nicht gefällt, wir spielen trotzdem weiter. Ja. Da habt ihr jetzt gar keine Chance, denn wir haben Spaß. Oh ja. Mit Dora macht ihr alle Spaß. Yay. Mit dir aber auch. Ich weiß schon, warum ich dir am liebsten so das für die nächsten 10 Jahre belegt. Ja, ich muss da auch schon einen Vertrag unterschreiben. Ich glaube, 20 Jahre mit Sora spielen müssten und mein Erstgeborenes muss ihren Namen tragen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, also weißt du, das war in dieser einen Nacht, als wir im Vollmond nackt im See die Ziege. Ah, ja, ich erinnere mich, als dann später noch das Einhorn dazu kam, ne? Ja, ja. Ziege und das Einhorn, das war ein sehr schönes Bild mit den beiden. Und da kamen wir dann zu, also ich dein Erstgeborenes und meinen ersten gestorbenen Ehemann. Was? Was soll ich mit dem? Weiß ich nicht, du wolltest den irgendwie haben, tot. Und ich dachte, gut, wenn ich dafür das Kind krieg, dann... Ja, naja, meine nekrophilen Veranlagungen, ne? Ich stehe dazu. Du willst einfach Nekromantin werden und brauchst dafür eine frische Leiche. Ich kann ja, das schon verstehen. Muss ja, irgendwas muss ich ja wieder erwecken. Ja. Ich meine, du hast dann halt immerhin deinen Mann wieder und kannst mit dem kuscheln. Ja, und du hast ein verstörtes Kind. Yay! Passt! Na gut, Leute, dann vielen, vielen Dank, dass ihr uns bei den letzten Folgen zugeschaut habt. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das hoffe ich auch sehr. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir spielen ja noch weiter. Ja, das definitiv. Das Spiel ist einfach zu schön, als dass man, glaube ich, nicht... Oh. Die Musik ist toll, die Grafik ist schön. Ich mag die Schals total. Ich finde das voll toll, wenn man hier auch so übereinander rumspringt und es sich dann so im Kreis das Bild verändert. So schön. Ja, das ist so. Bisschen prismatisch. Na gut, Leute, dann bye bye. Bye bye.